So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir. Lara Croft and the Guardian of Light, für die Leute, die nicht lesen können. Und ja, wieder mal ein bisschen Gequatsche voraus. Was gibt's jetzt Wichtiges zu sagen? Genau, es war angekündigt, dass ich das Spiel mit Okikario zusammenspiele. Da es jetzt aber so aussieht, dass für die PC-Version dieser Mehrspielermodus erst nachgepatcht werden muss und wir jetzt nicht wissen, wann das geschehen wird, mache ich das erstmal alleine und sollte es, keine Ahnung, also wir sind am Überlegen, ich mache es jetzt erstmal alleine, ne? Und wenn wir es uns überlegen, dann machen wir es auch nochmal zusammen. Das heißt, es könnte sein, dass ich das Spiel zweimal spiele. Einmal, ja. Einmal könnt ihr es dann mit mir alleine sehen und einmal könnt ihr es dann mit Okikario sehen. Also mit mir und Okikario. Das hat einfach den Vorteil, dass, keine Ahnung, wer es mal in diesem Mehrspielermodus sehen möchte, wer Kikari lieber guckt als mich. Ja. Genau. Das war's im Grunde eigentlich. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob ich die Musik hier. Audio? Ja, Audio. Mach mal hier ein bisschen leiser. Na! Wieso? Jetzt geh doch runter. Boah, ist das doof. So, die Dialoge wollen wir ja eh eigentlich größtenteils mitkriegen. So, es müsste passen. Da würde ich jetzt behaupten, fangen wir einfach mal an. Es ist blind. Ich hab's nochmal kurz angetestet. Und ja, ne? Fangen wir mal an. Ja, genau. Ja, möchte ich. Und jetzt kommt eine kleine Sequenz. Ja. Das finde ich so schade mit dieser Musik. Einfach mal von Underworld draufgedutscht. Zu faul eine Extra zu machen. Oh. Laut der aztekischen Mythologie ist Yucatan ein uraltes Schlachtfeld, auf dem die menschlichen Anhänger von Totec, dem Wächter des Lichts, einst einen Krieg gegen die dämonischen Mächte von Xolotl, dem Bewahrer der Finsternis, führten. Es steht geschrieben, dass Xolotl die Macht eines Artefaktes benutzte, das als Spiegel des Rauchs bekannt ist, um eine Horde unaussprechlicher Schrecken aus dem Höllenschlund herbeizurufen. Toteks Krieger wurden bei der folgenden Schlacht allesamt getötet, doch Totec selbst überlebte. Er fand einen Weg, die Macht des Spiegels gegen den bösen Gott zu wenden. Und so wurde Xolotl im Inneren des Spiegels gefangen und Toteks Nachfahren schufen ein mächtiges Reich, das bis zur Ankunft der Konquistadoren Bestand hatte. Darüber, was mit dem Spiegel des Rauchs geschah, geben die alten Texte kaum Auskunft. Manche sagen, er sei an einem geheimen Ort versteckt worden und auf ewig verloren. Aber eine Sache habe ich gelernt, dass absolut nichts auf ewig verloren ist. Und hier ist er nun. Nachdem ich wochenlang durch den Dschungel Mittelamerikas gestreift bin, habe ich den Spiegel des Rauchs endlich gefunden. Es sieht gar nicht so besonders aus, aber ich habe noch etwas gelernt, dass der Schein trügen kann. Und diese Jungs wissen das offenbar auch. Hier kommt Vasco ins Spiel, der Warlord dieser Gegend. Er ist seit Jahren hinter dem Spiegel her, konnte ihn aber ohne meine Hilfe nicht finden. Vermutlich ist Vasco auch keine große Leseratte. Von dem Fluch scheint er nichts zu wissen. Oder er glaubt einfach nur nicht daran. Xolotl, stellt euch! Ihr seid unwürdig, Totec. Habt ihr die letzte Schlacht vergessen, als wir uns gegenüberstanden? Ein neuer Tag ist angebrochen und schon bald wird die Nacht zum letzten Mal über diese Welt hereinbrechen. Gar nicht, was du entfesselt hast. Xolotl wird die Welt in ihrem Blut ertränken. Kein Grund, melodramatisch zu werden. Das lässt sich bestimmt irgendwie regeln. Xolotl muss in dem Spiegel gefangen und hierher zurückgebracht werden, bevor der Morgen dämmert. Nur so kann man ihn aufhalten. Zurück. Das ist nichts für eine Frau. Du solltest vielleicht ein Stück zurücktreten, sonst wird am Ende noch dein hübscher Rock angekokelt. Geh von der Tür weg, sonst reißt die Bombe nicht nur deinen Stolz in Stücke. So gefällt mir das. Einfach ablegen und dann nichts wie weg.
Den Staub bekomme ich doch eigentlich erst in einer späteren Sequenz. Kann ich den schon verwenden? Ja, ist das ein Quark. Liegt vielleicht daran, dass ich schon angetestet habe. So. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe keinen Bock, die Steuerung umzuändern. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit WASD steuere. Das ist ja jetzt im Prinzip nichts anderes, wie wenn ich mit. Ja, genau. Helf mir bitte zu sprechen. Das ist ja eigentlich nichts anderes wie Pfeiltasten. Okay, das wäre geklärt. Und jetzt suchen wir deinen hässlichen Aber Freund. Ist halt trotzdem jetzt. Ja, Fresse. Xolotl wird nicht tot. Aber ist halt jetzt trotzdem für mich etwas gewöhnungsbedürftig. Gucken, ob hier vielleicht ein Schatz rumliegt oder so. Sieht nicht so aus, ne? Andere Seite. Und was ich noch sagen wollte, mit ihrem Gequatsche da, ne? Oh, da oben sind noch Sachen. Irgendwie, dass sie bei diesem Abenteuer gemerkt hat, dass der Schein trügen kann und bla bla bla. Ey, im Ernst, als hätte sie das nicht schon davor gewusst. Lara ist ja nicht gerade blöd, ne? Gib mir deine Diamanten. So. Ich mag WASD irgendwie nicht. Es tut mir leid, wenn es manchmal vielleicht etwas unprofessionell erscheint, so wie gerade. Dass es aussieht, als wäre ich zu blöd, eine Treppe runterzulaufen. Ja. Bam. Ja, ach nee. Ja, okay. Nein. Ist da noch was? Ja. So, was ich noch zu dem Spiel sagen wollte. Ich bin jetzt ein etwas. Ja, längerer. Ich weiß nicht, wie ich sonst sagen soll. Tomb Raider Fan. Also ich muss sagen, ich wollte eigentlich erst ein bisschen wegen dem Spiel meckern. Allerdings finde ich es gar nicht mal so schlecht. Und zu wissen, dass es eine wahrscheinlich ziemlich einmalige Sache sein wird, beruhigt mich etwas. Also demnach habe ich da eigentlich nichts entgegenzusetzen, da das Tomb Raider 9 Spiel ja wohl in der gewohnten Perspektive sein soll. Wäre es jetzt so gewesen, dass für immer die Spiele so aussehen sollen, dann hätte ich mich wahrscheinlich etwas verarscht gefühlt. Aber so geht das ja. War nicht der erste Fight. 2000 Jahre im Gefängnis. Jetzt werde ich in eurem Blut baden. Wenn du Xolotl weiterhin verfolgst, wird er dich töten wie alle anderen. Ich muss es einfach darauf ankommen lassen. Du bist eine Närrin. Aber wenn du unbedingt willst, nimm wenigstens das auf deine Reise mit. Es wurde von den Göttern geschmiedet und hat große Macht. Etwas altmodisch, aber ich finde bestimmt Verwendung dafür. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich hatte den gerade auch schon dabei. Mob! Waren das nicht vier? Naja, dann nicht. Mir ist mal gerade eingefallen, ich habe es dann noch auf leicht gestellt. Ich wollte es für euch auf normal durchspielen. Naja, das ändere ich dann um. Die erste Episode ist halt jetzt auf leicht. Wird jetzt auch nicht passieren. Ich kann eh nur noch 6 Minuten aufnehmen in der Dreh. Ja, da ging es nicht weiter. Dann gehen wir mal hoch. Oh, verdammt. Ich bin so bescheuert. Nein, ich bin doppelt bescheuert. Es tut mir leid. La 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 la. Ja, okay. Okay. Oh, ist ja was. So, dann die 1 drücken. Okay. Ah, da kann ich mich ja eh gleich wieder heilen. Ja, ist gut. Dieser antike Altar scheint meine Kraft wiederherzustellen. Passt schon. Na, da ist jetzt gar nichts rausgekommen. Ja.
Ich hoffe, ich kann das dann auch umstellen noch. Was laber ich eigentlich? Dann spiele ich es halt auch mal kurz nach, falls es nicht so ist. Ja, ist... Man, obwohl, ich sollte nicht meckern. Ich brauche die Beschreibung bestimmt später dann noch. Weil ich ja nicht gerade weit gespielt habe. So, hier war nichts weiter. Kann ich da hoch? Nö. Kann man die eigentlich aufsprengen? Schön zu wissen. So, wie lässt es sich eigentlich fallen? Ach, ich springe einfach. So, Umschalt. Das war... Das da? Ja. Nein. Wie jetzt? Oh, ich muss da drauf bleiben. Auch interessant. Okay. Na, WASD ist scheiße. Ja, okay. So, wie lässt sie sich denn fallen? Ach, ich jump einfach runter. Verdammt, warum schießt du denn? Ach was, auf R kann sie schießen? Okay, ich wollte auf D drücken und bin auf R gekommen. Frag mich nicht, wie das geht. So. Dum, 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 dum. Das ist eine Explosion. Oh, cool, da ist eine Hand rumgerollt. Ja. Über Kommentare und so weiter würde ich mich übrigens freuen, wie ihr das Let's Play findet. Und wie ihr den überaus behinderten Plan findet. Nein, das war falsch. Dass ich das quasi zweimal spielen möchte. Wobei, ich werde das so oder so machen. Also nützt es eigentlich nichts, wenn ihr schreibt, Scheiße, Mist, Kacke und so. Was muss ich machen? Alt. Muss ich es gedrückt haben? Oh, das ist langweilig. Nein! Nein, 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 ich bin so dumm, ich bin so dumm! Nein, lauf rein! Nein! Ah. Ich höre euch. Gebasht. So. Ich kann nur noch ungefähr eine Minute aufnehmen. Was mich auch schon wieder freut, also worauf ich mich jetzt schon wieder freue, ist die ewig lange Uploadzeit. So, nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Waffe wechseln. Einfach dahin jumpen. Oh nein. Ja, klar. Ich würde auch voll machen, wenn ich nicht mal Leben verliere, ey. Übertreib's nicht. Da ist ein Pfeil. Ja. Oh. Diese Artefakte wurden früher von Kriegern benutzt, um in der Schlacht ihre Fähigkeiten zu verbessern. Okay. Waffe plus 1, Verteidigung minus 1. Das erinnert mich jetzt gar nicht an Rollenspielzeug. Meine Ausdauer ist um 1 erhöht! Naja, ist auch egal. Die Zeit rinnt mir aus den Händen. Ich hoffe, ihr verfolgt dieses Let's Play weiter. Und ja, man sieht sich dann bald, ne? Bis denn!